Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und heute für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus den MOP-Szenarios. Und dazu war ich wieder ein bisschen fleißig, habe ein paar gefarmt. Und wir wollen jetzt insgesamt 30 Stück aufmachen. Drei habe ich auf dem Char schon. Und wenn ihr euch fragt, was das für Kisten sind, beziehungsweise wie man die bekommt, im ersten Teil habe ich das schon mal relativ ausführlich erklärt, beziehungsweise auch die Szenarios gespielt. Da könnt ihr gerne reinschauen. Jetzt werden wir die aber nur aufmachen. Und ja, drückt mir die Daumen, dass ich das ein oder andere rauskriege, was ich hier tatsächlich noch brauchen kann. Juti, würde sagen, dann fangen wir mit den blauen Kisten an. Die erste war schon mal eine Nullnummer. Und die zweite, da haben wir einen Gürtel, sehr schön, den kann ich auf jeden Fall schon mal brauchen. Und dann haben wir noch die epische Kiste. Okay, das hatte ich schon, die Schultern, schade. Guti, dann gucken wir mal weiter. Dann sind wir als nächstes auf dem Demon Hunter. Hier habe ich auch schon mal ein paar Säcke bzw. Kisten gefarmt. Ich zeige euch mal hier die Übersicht, wie viel Stuff ich nur brauche. Ich bin nur relativ am Anfang, muss ich sagen. Also ich brauche nur sehr, sehr viele Items. Noch 264, 189 aus den blauen und 75 aus den epischen Kisten. Gut, ich würde sagen, die Zahl schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen runterkriegen. Machen wir mal die erste blaue auf. Ja gut, so schon mal nicht. Irgend so ein grünes Item. Nix und... here we go. Da haben wir zumindest schon mal Schuhe. Wieder eins weg. Gut, dann habe ich hier noch einen Char. Und zwar, wie ihr an dem Namen vielleicht schon erkennen könnt, ist das hier ein Test-Char. Da habe ich jetzt auch kein Interface oder so eingerichtet. Der wird ja danach gelöscht. Die Quests kann man ja immer nur einmal erledigen, wo man dementsprechend die Schatzkisten bekommt. Und auch hier öffnen wir ein bisschen was. Also da haben wir schon mal leider nichts drin. Kiste Nummer 2 sieht auch sehr schlecht aus. Und Kiste Nummer 3 hat einen Gürtel und den kann ich tatsächlich brauchen. Wunderbar, wieder ein Item mehr. So, dann haben wir den nächsten Char und zwar wieder ein Druid mit 3 Kisten und schauen wir mal rein. Erste Kiste war mal wieder nichts. Zweite Kiste, Schuhe. Oh, da hatte ich jetzt den Sound anscheinend gar nicht an, aber die konnte ich brauchen. Also da haben wir jetzt ein T-Mog mehr und dann schauen wir mal noch in die epische rein. Die hatten wir schon, schade. Schade, schade, aber zumindest wieder eins. Dann haben wir einen DK. Hier haben wir auch wieder 3 Kisten. Jetzt gucken wir mal rein. Die Schuhe kann ich brauchen. Wunderbar. Dann was haben wir da drin? Da ist leider nichts. Und hier haben wir einen Gürtel und auch den kann ich brauchen. Wunderbar. Der dritte im Bunde ist dann wieder ein Test-Char, was man vielleicht am Namen erkennen kann. Und da gucken wir jetzt mal mit dem Hunter. Eine Kettenschulter ist das, oder? Ja, genau, Schultern. Dann haben wir... Schuhe. Na komm, jetzt 3 von 3, das wär's doch. 3 von 3. Zweimal Schuhe und einmal Schultern. So könnte es öfter laufen. Als nächstes haben wir dann einen Paladin. Und gucken wir mal, was wir Schönes drin haben. Einmal Gold. Was ist denn das schon wieder? Zweimal Gold und was war das hier? Diese Harmoniepartikel, genau. Und was haben wir da drin? Ein Item, was ich schon hatte. Oder nee, das brauchte ich sogar noch. Habe ich jetzt wieder den Sound ausgemacht? Ups. Nee, das habe ich sogar noch gebraucht. Perfekt. Ich habe bloß versehentlich irgendwie den Sound wieder ausgemacht. Als nächstes haben wir dann nochmal einen Druid. Und jetzt schauen wir mal. Da haben wir einen Zweihandstab mit Int. Lass mich raten. Nee, ich bin auf Wächter gestellt. Interesting. Heißt, es ist komplett wurscht, was ich einstelle. Schaut, da steht nur dran, dass ich das... in Eule und Wiederherstellung kriegt, bin auf Tank gestellt. Heißt, der Loot-Spec ist komplett wurscht. Naja, die Erkenntnis ist schon mal was wert. Dann haben wir eine Hose, die kann ich auch brauchen. Na wunderbar. Und als drittes haben wir noch Hände, aber die hatte ich schon. Okay. Als nächstes haben wir dann noch einen Test-Char. Diesmal habe ich einen Magier hier am Start. Und da haben wir schon mal nichts drin. Das ist auch Crap. Und was haben wir da noch Schönes? Das ist ein Einhanddolch, den ich leider auch schon habe. Schade. Also das war eine komplette Nullnummer. Dann haben wir noch den letzten Char. Und zwar habe ich jetzt hier mal All the Things noch aufgemacht, dass ihr seht, wie ich jetzt aktuell stehe von den Zahlen her. Bei dem epischen Beutel sieht schon ganz gut aus. Vor allem bei Leder.
Da brauche ich nur noch 5 Teile. Gut, Rücken sind es auch nur noch 3. Aber hier, ne, der blaue, da brauche ich noch richtig, richtig viel. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen was auf. Mal gucken, ob wir das eine oder andere noch rauskriegen. Natürlich eine Halskette. RIP. Dann ein Gürtel. Wunderbar, den brauche ich sogar noch. Und was haben wir hier drin? Ein Schild, das kann ich sogar auch noch brauchen. Und ja, damit sind wir wieder durch. Jetzt insgesamt bei 25,51%. Also ein Viertel haben wir schon mal, aber das wird wahrscheinlich noch ein weiter Weg hier. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.